So, hallo. Wir haben heute den Vortrag Technologien für und wider die digitale Souveränität. Allerdings nur mit zwei der drei angekündigten Sprecher. Allerdings haben wir natürlich immer noch ausreichend akademische Feuerkraft am Start. Wir haben Professor Volker Grasmuck von der Uni Lüneburg und Rüdiger Weiß von der Bauhaus-Hochschule für Technik. Moment. Von der Hochschule für Technik Berlin. Bauhaus, der Stefan Lux, ist leider nicht da, auch wenn er die coolere Universität hat. So, bitte einen Applaus für unseren Sprecher. Also ja, ist das Mikro auf? Ja, okay, vielen Dank auch für die freundliche Einführung. Wie gesagt, das sind eine gemeinsame Arbeit zwischen mir, Stefan Lux und Volker Grasmuck. Und wie er vielleicht gemerkt hat, Technologien für und wider die digitale Souveränität, das ist ein bisschen komischer Vortragstitel und damit habt ihr natürlich recht. Der Titel ist auch derselbe Titel einer Ausschreibung des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Und die wollten halt Informationen über digitale Technologien haben. Und da haben wir gesagt, da schicken wir mal es hin. Und erfreulich oder vielleicht sogar ein bisschen überraschenderweise haben wir da die Ausschreibung gewonnen. Und wir möchten jetzt heute hier zusammen mit meinem Kollegen Volker Grasmuck einige Teilaspekte dann nochmal beleuchten. Wir haben viel zu viel Folien, wir werden an einigen Stellen vielleicht etwas zu schnell sein. Wir verweisen aber da gerne drauf und da möchte ich auch im Ministerium danken, dass im nächsten Frühjahr diese Studie durchaus auch veröffentlicht wird. Und da sind einige Details natürlich etwas ausführlicher da. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wo in diesem Jahr wirklich die Sache sehr stark eskaliert ist und wenn man wie wir auch schon jahrzehntelang die Sache angucken, ist es trotzdem ein Punkt, wo ich sage, es sind einige Sachen da, die so wichtig sind, dass wir sie jetzt grundlegend diskutieren müssen und relativ gleich am Anfang wäre ich durchaus an einer Stelle, nämlich wenn es das Sicherheit das Internet der Dinge geht, durchaus Positionen vertreten, die ich irgendwie über den letzten 20, 30 Jahre so nicht vertreten habe. Und daran erkennt ihr vielleicht doch, dass die Sicherheitslage da doch durchaus etwas bedrohlich geworden ist. Also kein Vortrag in den letzten 15 Jahren ohne auch einen Bezug auf Microsoft. Der wird jetzt auch ein bisschen freundlicher darstellen. Ihr werdet gleich aber merken, warum das freundlicher ist. Das wird vielleicht auch nicht allen gefallen. Und noch einmal wirklich grundsätzlich zu diskutieren, wie geht man auch gesellschaftlich mit den Entwicklungen auf. Wir können uns bemühen, einige technischen Entwicklungen gesellschaftlich vorauszusagen, also die Auswirkungen von technischen Entwicklungen auf gesellschaftliche Entwicklung. Wir können darauf arbeiten, sagen wir mal, Technologien zu präsentieren, die politisch Gestalten ermöglichen. Aber an einigen Stellen müssen wir halt wirklich die aktuelle Situation mal vorführen. Und das ist in der Tat nicht besonders lustig. Oder wie es Buschneier formuliert hat, es ist irgendwie ein bisschen das Ende von Spaß und Spiel. Ich vergleiche da immer ganz gern von Ron und Frank die Talks Security Nightmare aus dem letzten Jahrtausend. Und wenn ich irgendwie sage, warum haben wir Probleme mit dem Internet der Dinge, ist eine relativ einfache Schlussfolgerung. Computer sind hackbar. Wenn man Computer ans Netz hängt, sind sie übers Netz hackbar. Eingebettete Systeme sind überraschenderweise Computer. Und jetzt kleine Übungsaufgabe, kann man dann relativ einfache Schließen finden, dass wir natürlich, wenn wir eine intelligente Thermostatsteuerung haben, einen vollwertigen Computerteilnehmer am Internet haben, wo sich halt natürlich Leute auch unter Umständen von draußen drastisch interessieren. Und noch einmal, Buschneier hat das auch so formuliert, man muss es ganz klar sagen, es ist ein eklatantes Marktversagen. Das hängt damit zusammen, die embeddeten Geräte werden in großer Stückzahl verkauft zu kleinen Preisen und stecken dann in den System lange Zeit drin, ohne dass jemand sich vor Augen führt, dass das ein angreifbarer Internetrechner ist. Dadurch haben wir Sicherheitsdesaster, die wirklich albtraumartig sind. Noch einmal ein kleiner Hinweis, dass 900.000 Telekom-Kunden aus dem Netz geflogen sind, war Ergebnis eines total dilettantischen Programmierers. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn Leute nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, wir wirklich Millionen und Abermillionen Geräte da draußen haben, die jederzeit für Angriffe genutzt werden können.
Und da habe ich mir mal erlaubt, wirklich darauf hinzuweisen, ich sage jetzt nicht, dass es ihr damit rechnen müsst, dass demnächst eine Drohne in euren Kühlschrank einschlägt. Bloß, wenn sich euer böser Kühlschrank an einem Angriff gegen US-Militärsysteme beteiligt, dann ist es nach der aktuellen Rechtslage ein kriegerischer Angriff, wo die amerikanische Regierung das Recht hat, da militärisch drauf zu reagieren. Ich weiß nicht, ob sie das machen. Wir haben ja ein großes Vertrauen in die Klugheit und abwägende Haltung der amerikanischen Regierung schon seit Jahrzehnten. Das ist also wirklich ein Punkt da, wo ich sage, wir müssen da einige Sachen neu denken. Und mir hat es wirklich die nächsten drei Folien, die gar nicht so grimmig aussehen, haben mir wirklich fast schon schlaflose Nächte bereitet. Denn unsere Forderung zu sagen, wir brauchen sowas wie ein TÜV, eine Herstellerhaftung und so weiter, sind natürlich Sachen, die unter Umständen auch uns im Hacker-Sinne und im Open-Source-Developer-Sinne durchaus behindern können. Also insofern habe ich mir das nicht reicht genommen und das war auch Ergebnis sehr umfassender Diskussionen, die da stattfinden. Wir formulieren das möglichst wenig ausgreifend, aber wir sagen, wir brauchen eine Definition der Lebenszeit der Geräte und wir brauchen für die Lebenszeit Garantien, dass diese Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, diese Dinge kosten 3-4 Euro, thermostatintelligente Sachen und sind dann möglicherweise über Jahrzehnte drin. Das ist ein sehr schnelllebiger Markt, insofern verschwinden da auch Hersteller. Insofern ist wirklich ein Albtraum, und das müssen wir ja nicht philosophieren, es gab den Fall von der chinesischen Kamera, wo teilweise aus dem Markt genommen ist. Wir müssen damit rechnen, dass die Firmen schlicht und einfach nicht mehr existieren und wir dann Systeme dran haben, die wir nicht mehr retten können. Insofern fordern wir eine wohldefinierte Lebenszeit, da haben die Leute dann auch marktwirtschaftliche Freiheiten, das vernünftig zu wählen. Anschließend müssen wir allerdings sagen, wenn ihr das nicht mehr macht, dann veröffentlicht die als Open Source, damit wenigstens andere sich drum kümmern können. Und wie gesagt, dann noch vielleicht der kritischste Punkt, den ich auch zur Diskussion bringen kann, da diese Firmen relativ schnell verschwinden unter Umständen, haben wir uns auch nach einigen Schmerzen gesagt, wir fordern auch eine Hinterlegung des Source Codes bei Treuhändern, die in dem Falle, dass die Firma pleite geht, halt einfach sagen können, okay, jetzt tun wir die Sachen als Open Source zur Verfügung stellen und ermöglichen wirklich in irgendeiner Weise die Sache zu fixen. Also insofern vielleicht hier auch nochmal der Punkt, der in den alten Vorträgen auch da war, Open Source ist wirklich ein Teil der persönlichen Souveränität, weil wir sonst nicht wissen, was für komische Sachen unser Kühlschrank mit der Kaffeemaschine macht. Also insofern brauchen wir wirklich bei Geräten, die nachher, und nochmal, man muss jetzt gar nicht mit US-Drohnen rechnen, aber wenn die Nine-of-Service-Angriff ist und dann irgendein Abwehrmechanismus dann das Netz platt macht, dann ist es durchaus nicht unüblich. Und wenn diese Geräte am Netz halt irgendwie unsere Heizung steuern, dann kann das unheimlich unlustig sein. Es gab gerade gestern noch in dem Vortrag nochmal Verweis auf diese finnische Heizungssysteme, wo die Nine-of-Service auf diese Messfühler dazu führte, dass arme Finnen im Kalten saßen dann ein ziemliches Weilchen. Also alles nur beschränkt lustig. Kommen wir zu der generellen Diskussion geschlossene und offene Sicherheitsarchitekturen. Und ich habe versprochen, dass Microsoft auch hier geehrt wird. Und ich habe was gelernt, nämlich die schöne Bezeichnung eine Security Feature Bypass Vulnerability, also eines Sicherheitsfeatures Umgehungsverletzlichkeit. Was ist da passiert? Nichts Aufregendes. Nur, dass irgendwie möglich ist, dass ein Angreifer, der irgendwie physikalischen oder als Admin-Zugriff zu dem System hat, die Möglichkeit hat, die Integritätschecks abzusetzen, beliebige Sachen auszuführen. Moment, es geht sogar noch weiter. Die Secure Boot zu deaktivieren, die Validity-Checks zu machen, den BitLocker anzugreifen, die Device-Encryption zu machen. Ich glaube, ohne jetzt allzu sehr Microsoft nahe zu drehen, so gut wie alles, wenn ich nicht so richtig mich täusche.
Es wurde nach einer Zeit geblacklistet, aber da gibt's auch noch Nachfolgeschwärzen. Wie gesagt, aus Zeitgründen will ich jetzt hier nur einmal darauf hinweisen, dass es durchaus Firmen gibt, geschlossene Systeme, die eine Sache möglicherweise, und das ist halt für Hacker schon mal ein bisschen sehr schräg, halt ein kleines Datenpaket sorgt dafür, dass die Sicherheitsinfrastruktur umfassend umgangen werden kann. Aus dem Grund muss ich sagen, ist Handlungsbedarf, noch aus einem ganz banalen Grund ist Handlungsbedarf, zum Beispiel diese Trusted Computing Infrastruktur baut auf 2048-Bit Schlüssellänge aus. Das ist nach BSI selbst für mittellanglaufende Anwendungen ja keine gute Idee. Also wir brauchen alternative Vertrauensanker, habe ich die letzten Vortrags schon gemacht. Und was ich interessant finde, ist, dass Microsoft relativ clever reagiert. Einer der letzten Vorträge habe ich relativ massiv darauf hingewiesen, dass wenn Microsoft die Daten in Amerika speichert, wir einen Datenzugriffsalbtraum haben. Und Microsoft hat es scheinbar angehört, sicher auch noch anderen Quellen, und hat dieses von vielen belächelte Projekt gemacht, mit der Deutschen Telekom eine deutsche Cloud zu schaffen. Das Interessante ist, das geht im Moment geschäftsmäßig komplett durch die Decke. Da ist ein riesiger Bedarf. Es war ein Vortrag von dem CEO von Microsoft da, der durchaus gesagt hat, dass also nach kürzester Zeit sie ihr Rechenzentrum in Ostdeutschland massiv verdoppeln müssen. Okay, insofern ist interessant, dass Microsoft auch durchaus eine Bereitschaft signalisiert hat, da alternative Vertrauensanker in das System zu bringen, was ermöglichen würde, für Firmen und staatliche Stellen halt anders auszuweichen. Natürlich ist wahrscheinlich da nicht unser Druck relevant, sondern einfach die Tatsache, dass zum Beispiel Russland und China Microsoft mit ähnlichen Begründungen schlicht und einfach aus ihren Beschaffungsanträgen rausgestrichen hat. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Im nichtstaatlichen Bereich haben wir, glaube ich, gute Erfahrungen mit gemeinnützigen Studien, zum Beispiel auch gemeinnützigen Stiftungen, wie zum Beispiel auch ICAN. Hier jetzt gleich nochmal einen Sprung in die Technik, zumindest ist mal ein bisschen grob, zu zeigen, wir haben Techniken, wo man Vertrauen teilen kann. Wir haben Zero-Knowledge-Sachen, wir haben Secret-Sharing-Sachen und das sind nicht nur akademische Sachen, das wird zum Beispiel beim DNS Rootkey durchaus durchgeführt. Das sind total lustige Veranstaltungen mit irgendwie was schon spirituellen Schlüsselzusammenfügungen, aber es funktioniert. Also wir können als Kryptografen da durchaus Techniken liefern, die man sagt, wenn wir Vertrauen verteilen, dann können wir euch da helfen. Kommen wir zu einem gruseligen Quiz. Erik Schmidt hat 2011 erklärt, die haben eine Technologie gebaut, die ist ganz fantastisch, aber es ist die einzige Technologie, die Google jemals entwickelt hat und dann gesagt hat, das ist uns zu gruselig, wir verwenden die nicht. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Ja, ich wäre eigentlich auch nicht drauf gekommen. Ehrlich gesagt, also die Vorstellung, dass Google irgendwas entwickelt, was total toll läuft und sie das dann nicht zur Verfügung stellen, das ist, das Zitat hat mich selber dann aus der ein bisschen aus der Rolle geschubst, obwohl ich eigentlich es genau von der anderen Seite mich genähert habe. Es geht um Gesichtererkennung. Und da sind ein paar Dynamiken da, die sind gruselig. Also in der ersten Auswahl, wir wussten ja, dass NSE und so weiter an Gesichtserkennung macht. Das bedeutet, dass sie Demonstrationen abfilmen und die Leute haben. Wir haben vielleicht in England ein großes Frog-Festival, wo du reinlämpelst und mit HD die Gesichter raussiehst und genau weißt, wo die sind. Noch einmal, das ist das Aufregende und das Großartige an Sachen. Technologien, die die Geheimdienste haben, haben früher oder später auch Hacker und damit vielleicht 2 Jahre später auch wirklich die normale Bevölkerung. Und das kann wirklich gruselig werden. Es gab ein russisches Kunstprojekt, wo ein Künstler dann gemeint hat, Leute, damit kann man ja alle Leute erkennen. Und was passiert dann halt in dem Internet? Das russische Tuchan, gab es ein paar Leute, die sind hergegangen und haben pornografische Filme genommen oder Sexarbeiterseiten und haben die Damen dort de-anonymisiert und massiv gestalkt. Und zwar mit Skripten. Das bedeutet wirklich eine eklatante Gefährdung und es trifft hier auch homosexuellen Demonstrationen
auch normale Oppositionssache. Dieser Verlust an Privatsphäre ist eine Sache, wo man erstmal sich hinsetzt und dann auch langsam versteht, warum Google da auch ein bisschen Angst gekriegt hat bei der Sache. Und wenn man sich dann heute Entwicklungen anguckt, möchte ich aus Zeitgründen auch nur auf einen exzellenten Artikel auf Netzpolitik von Anna Beselli verweisen, die auch wirklich deutlich aufgeschlüsselt hat, dass insbesondere für transsexuelle Sexarbeiter die Anonymität wirklich überlebensnotwendig ist. Um es nochmal ganz klar zu sagen, es gibt genug Länder, wo nicht nur Beteiligung an der Sexarbeit mit drakonischen Strafen belegt ist, sondern Homosexuelle noch einmal per Grunddefinition mit Strafrecht verfolgt werden. Und man kann sich überlegen, was das dann für Leute bedeutet, die in beiden Gruppen da sind. Aus dem Grund haben wir auch da relativ klar Positionen bezogen. Und zwar jetzt nicht, weil ich eine Diskussion einsteigen will, die politisch recht unerfreulich läuft, sondern einfach mal wirklich zu sagen, wenn wir Leute schützen müssen, dann müssen wir erkennen, dass erstens Datenbanken immer wieder verloren gehen. Ich kann keine Datenschutzzusicherung von der Bundesregierung glauben, die nicht mal ihr eigenes Parlament gegen Angriffe schützen kann. Und aus dem Grund... Und aus dem Grund muss man einfach auch mal als Hacker sagen, wenn wir Daten nicht schützen können und die Menschenleben gefährden, dann dürfen wir die nicht erfassen. Ganz klare Ansage. Wir haben uns nach nicht besonders einfach gemacht, hier klar Stellung zu nehmen, aber uns war das wichtig, das nochmal zu sagen, diese rosa Listen oder Sexarbeitsregister, die übrigens das letzte Mal unter dem Nationalsozialismus relevant waren, sollte man auch mal vielleicht kurz erwähnen, gefährden ganz eminent real existierende Menschen. Ditto ist es auch die Sache Pflichtberatung, tut auch die Anonymität beschädigen. Hier können wir sogar etwas helfen und sagen, es gibt durchaus, dazu komme ich im letzten Teil, Attestationsmethoden, Leuten anonyme Sachen zu scheinen. Also das bedeutet, sie gehen irgendwo hin, lassen sich eine Bescheinigung ausstellen und der Ausstellende weiß nicht, welche Identität sie haben. Also wenn die Leute wirklich Schutz ernst nehmen wollen, ist das hier ein Punkt, wo sie selbst bei der im Moment unbefriedigenden Gesetzlage hier weitergehen können. Ditto auch nochmal der Sache, Ausweispflicht ist abzulehnen. Hier wurde durchaus berücksichtigt, dass hier Pseudonyme verwendet werden sollen. Trotzdem, Fotos sind nicht mehr halt Pseudonym. Die können wirklich mit den ganzen Verfahren angegriffen werden und sagt jetzt nicht, dann ladet halt keine Bilder auf Facebook oder wie bei den Russen der Fall war, auf das russische Facebook hoch. Es gibt genug andere Leute, die Bilder hochladen. Insofern, wir müssen einfach wahrnehmen, dass anonyme Ausweise mit einem Bild inzwischen nicht mehr anonym sind. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir da raus weitergehen. Wir haben allerdings dann auch noch eine weitere Empfehlung. Wenn hier Massendaten erhoben werden, halten wir das auch für problematisch. Wenn die Leute sich nicht durch gute Beratung von Verfassungsrichtern, vom Bundesrat und von allen Leuten, die im Sozialbereich sind, überzeugen lassen, nehmen wir das verärgert zur Kenntnis, weisen aber darauf hin, auch hier haben wir durchaus Techniken, die hier helfen, nämlich maßgeblich die sogenannte Differential Privacy. Das ist eine Technologie, die ermöglicht, statistische Daten auszuwerten und trotzdem einen gewissen Schutz der Privatsphäre zu haben. Das sind Arbeiten von Frau Cynthia Drovk von Microsoft von 2006. Die sind sehr mächtig, ist schöne Mathematik, ist nicht so schwierige Mathematik wie im Bereich der Zahlentheorie, ist durchaus, wenn man sich hinsetzt, nachvollziehbare Statistik. In unserer Studie werden wir da auch konkrete Parameter angeben, die wir empfehlen. Oder hier nochmal das deutliche Zitat von Stefan Lux. Wer vertrauliche Daten in statistischen Datenbanken verarbeitet, ist gut beraten, die Vertraulichkeit mit diesem Ansatz zu unterstützen. Also nochmal hier, vielleicht auch überraschend für mich, durchaus großes Lob hier für Microsoft Research. Die haben da wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Das ist jetzt seit 10 Jahren raus. Und die Mathematik ist so wirkungsvoll, aber nicht so weit weg von der normalen Mathematik, die man unterrichtet, also es keine harte Forschungsmathematik, dass wir das eigentlich relativ gut nachvollziehen sollen. Und wie gesagt, also in der Studie geben wir durchaus ein paar Parameterempfehlungen. Gut, kommen wir zum Abschluss, zu wirklich den erfreulichen Sachen. Was kann man denn mit Kryptographie
noch erreichen. Und was ich wirklich hier auch nochmal vorausstellen will, ist die sogenannte anonyme Attestation. Das ist eine Kombination von sogenannten blinden Signaturen und Zero-Knowledge-Techniken. Wenn wir die kombinieren, können wir zum Beispiel, dazu komme ich gleich später, im Bereich Trusted Computing durchaus garantieren, dass ein System gewisse Sicherheitseigenschaften hat, ohne die Identität des Systems aufzudecken. Blinde Signatur, vielleicht nochmal erklärt, da ist die Magie, dass man in der Lage ist, also Alice verschlüsselt ein Dokument, gibt es Bob zum Unterschreiben. Bob unterschreibt die verschlüsselte Fassung. Mit einem zusätzlichen Wissen ist Alice dazu in der Lage, aus dieser Unterschrift unter der verschlüsselten Fassung eine Unterschrift auf die Originaltextdatei zu erhalten oder die Textdatei, allgemeine Datei. Und hier nochmal ist beweisbare mathematische Sicherheit, wenn das Dokument und eine gültige Unterschrift gegeben ist, kann nicht mal der Bob, der die Signatur generiert hat, erkennen, dass da, wann genau dieses Dokument und für wen das Dokument unterschrieben wurde. Gut, dann noch eine kleine Werbeeinblendung. Ich habe mit einem meiner Masterstudenten mal daran gearbeitet, blinde Signaturen auch für elliptische Kurven, Kryptosysteme zu machen. Und er hatte auch einen sehr schönen Hack gemacht, das in OpenPGP einzubringen. Der Talk ist hier leider nicht angenommen worden, insofern sei mir diese eine Schmuggelfolie hier erlaubt. War allerdings auch auf der OpenTech-Konferenz und ihr könnt, wir sind ja Hacker, insofern ist Source Code sowieso meistens besser als der Originaltext, hier den Code angucken und wir sind da auch sicher offen auf Rücklauf. Und wie gesagt, ich habe durchaus kritische Anmerkungen zu elliptischen Kurven, aber es gibt einige Szenarios, wo man die ganz gut einsetzen kann. Zero-Knowledge-Protokoll auch nur ganz kurz, ist die Idee, dass man beweisen kann, dass man über ein bestimmtes Wissen verfügt und das allerdings nicht preisgeben muss. Ach so, ich habe eine Sache vergessen, 1983 und das andere war 1982. Warum ist das relevant? Naja, die waren teilweise patentiert, die Algorithmen, und die Patente sind einfach jetzt ausgelaufen. Also insofern hier noch einmal bitte die Einladung, schaut es euch an. Das ist eigentlich ziemlich coole Sache und kann jetzt völlig patentfrei verwendet werden, weil die Patente schlicht und einfach ausgelaufen sind. Gut, okay. Also nochmal, Trusted Computing findet ihr den Direct Anonymous Attestation. Da gibt es auch von Stefan und mir eine Analyse schon, glaube ich, auch von 2004 oder so. Inzwischen gibt es weitere Ergebnisse, gibt auch beide bessere Verfahren. Auch hier nochmal ein Hinweis, im Blind Signature und Identitätsmanagement gibt sehr beeindruckende Arbeiten, auch von Microsoft, namentlich von Stefan Brahns. Also wer da mal nachgucken will, das ist wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier Mathematik, und wir können mit der Mathematik Leute schützen. Und das ist wirklich ein Ding, wo ich wirklich Leute einlade, da mal zu schauen, ob sie da nicht sich die Mathematik mal angucken. Die ist relativ übersichtlich noch in dem Bereich. Und dann schlicht und einfach Software produzieren, die da die Welt ein bisschen besser machen kann. Letzten zwei Folien noch. Ich bin großer Fan von Hash-Funktionen, insbesondere nachdem ich letztes Jahr diesen sehr guten Vortrag von DJB und Tanja Lange gehört habe zu Postquantenkryptographie. Und was ich mitgenommen habe, ist das, was wir wirklich verstanden haben, sind sogenannte Merkle-Signaturen und die basieren auf Hash-Funktionen. Und das ist eigentlich faszinierend, dass diese selbst gegen Quantencomputerangriffe äußerst robust sind. Weiterhin können wir durchaus einige Ideen von Bitcoin und der Blockchain, damit ich das Passwort auch mal gedroppt habe, anschauen. Nämlich, dass wir durchaus Hash-Funktionen als Bildungsblock verwenden. Das haben wir verstanden, insbesondere weil wir nur relativ schwache Annahmen da machen. In der Regel die Einwegeigenschaft sogar zentraler, natürlich braucht man für alles, was man ernsthaft macht, auch die Kollisionsfreiheit. Aber da haben wir Hash-Funktionen da und ein cooler Hack von Bitcoin ist, die Leute sind gute Kryptografen. Insbesondere wissen sie, dass sie nicht alles wissen, insofern hashen sie an allen möglichen Stellen zweimal oder kombinieren zwei Hash-Funktionen hintereinander. Und das ist wirklich schöne russische Weltraumtechnik. Es hält. Nein, ich fühle mich damit besser. Es ist nicht in keiner Weise despektierlich zu sagen, ich habe irgendwie mal gelästert, wenn ich das machen würde, würde ich hier noch ein bisschen drehen und da noch ein bisschen drehen. Und dann ist mir eingefallen, naja gut, aber die machen so, dass sie nicht mal erklären müssen, warum das sicherer ist, sondern die machen das ein bisschen langsamer, aber dennoch dann ungeheuer robust.
Zum Abschluss möchte ich auch nur diese kurze Folie nochmal sagen. Das ist eine Folie, die ich auch den Ministerien relativ massiv gesagt habe. Wir haben die Art, wie wir produzieren, haben wir eine Reihe von Software, die systemimmanent relevant ist. Also wenn die auseinanderfliegt, haben wir Probleme. Und das ist zum einen TrueCrypt und TerraCrypt. Ich will aber nur mal auf GPG eingehen. Leute, das ist nicht nur dieses niedliche Tool, mit dem man Sachen signieren kann. Darauf baut die gesamte Update-Verwaltung im Linux-Bereich an. Und wenn wir wissen, dass Linux eine komplette Durchdringung hat im Embedded-System-Markt, ist wirklich die Situation, dass GPG ordentlich geführt werden soll, wirklich systemrelevant. Weil wenn das wegbricht, dann haben wir wirklich die Grundtechnik, um irgendwelche Updates anzustellen, auf einmal verloren. Abschließende Worte, bevor ich mit Freude Volker das Wort ergebe, der einen Schwerpunkt auf Scoring macht. Auch eine sehr spannende Sache, die wir da zusammen angeguckt haben. Nochmal wirklich die Worte von Edward Snowden nochmal wiederholen. Kryptographie hat Mathematik drin, aber es ist keine schwarze Wissenschaft. Es ist eine Sache, wo wir verstanden haben, wo wir diskutiert haben. Man muss auch nicht alle Mathematik verstehen, die dahinter liegt. Die verstehe ich nach 30 Jahren auch nur so ganz beschränkt teilweise. Aber man muss irgendwie sagen, was gibt es für Möglichkeiten? Und wir haben schon, wie es letzte Mal gesagt hat, unsere Politiker können nicht garantieren, dass wir nicht mehr abgehört werden. Aber wenn wir halt Verschlüsselung, End-to-End-Verschlüsselung anschalten, dann sind wir auf einmal nicht so dieses abgefischte Massenopfer, sondern wenn die Leute uns angreifen wollen, müssen sie dann bei jedem persönlich angreifen und das ist durchaus sehr viel aufwendiger. Also insofern, verschlüsseln als Standard, Default, ist wirklich die vernünftige Regelung, die wir da haben. Und dann die Einladung an die Hacker und die Akademie, wir müssen es implementieren. Und wir müssen daran forschen. Und hier wirklich die Bitte, alle Leute, die soziale Probleme sehen, die mit verteiltem Vertrauen zusammenhängen oder die mit Fragen, wie tut man was, bescheinigen, ohne dann die Privatsphäre der Leute zu belästigen. Redet mehr mit euren Kryptografen. Wir haben zahlreiche kryptografische Protokolle, die hier hilfreich sein könnten und die mich sehr freuen würden, wenn sie implementiert werden. So viel, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt keine 20 Minuten mehr. Ich würde auf meinen Talk verzichten. Lass uns lieber in die Diskussion gehen. Naja, nee. Also der Talk ist gute 20 Minuten über Scoring. Wir haben keine 20 Minuten mehr. Ich bin sicher, nach Rüdis Talk gibt es eine Menge Diskussionsbedarf. Und den Scoring-Vortrag werde ich halten am 3. Januar auf dem Netzpolitischen Abend von Netzpolitik.org in Berlin. Wird live gestreamt, wird aufgezeichnet. Kann man hinterher sehen. Ich würde vorschlagen, Stage Manager. Gibt es eine Entscheidung? Entscheidung für was? Dann können wir überziehen. Wir haben noch ordentlich Zeit. Also ich meinte, so ist das nicht. Na gut, mach ihn doch mal auf, bitte. Wir müssen jetzt nicht über eine halbe Stunde Q&A machen. Also wir haben genau eine halbe Stunde Zeit noch. Also bei mir ist es 17.42 Uhr. Wir haben eine Viertelstunde noch. Ist dieser Talk nur eine halbe Stunde? Nee. Ihr habt um 17.15 Uhr angefangen? Also entweder fängt der Volker jetzt an oder ich fange an mit dem Ding. Okay, das ist eine interessante Neuigkeit. Okay, sorry für den holprigen Start. Jetzt geht's los. Scoring. Also, um erstmal ein naheliegendes Missverständnis zu vermeiden. Nein, es geht nicht um Tipps, wie man auf der Party heute Abend ein Date bekommt. Es geht um Statistik. Dankeschön. Das hilft. Und ich muss auch erstmal genau dahin, wo wir eigentlich sind. Nämlich jetzt da. Risiko. Seine Abschätzung, Minimierung und Absicherung sind die zentralen Fragen der modernen Ökonomie. Dazu muss man Prognosen erstellen, die bekanntlich besonders schwierig sind, wenn sie sich auf die Zukunft richten. Der Ursprung dieses Bonmots ist unsicher, aber ist ja immerhin eine interessante Gruppe. Ein Komiker, ein Schriftsteller, ein Physiker, die das möglicherweise gesagt haben.
Problem bei dem Bonmot ist, dass man meinen könnte, dass Prognosen, die sich auf die Vergangenheit richten, einfacher zu machen sind. Das ist keinesfalls so. Allerdings haben wir da den Vorteil, dass wir das zukünftige Ergebnis bereits kennen. Wir wissen, ob das fragliche Ereignis, Kreditrückzahlung oder Versicherungsfall oder Ähnliches eingetreten ist oder nicht. Aber ein prognostisches Modell zu erstellen, das aus den Daten vor der Zeit, vor dem Eintreffen dieses Ereignisses ein Eintreffen erschließen lässt, ist deshalb keineswegs trivial. Dazu nehme man Massendaten von früheren Fallgeschichten. Man suche in den vorhandenen unabhängigen Faktoren, Alter, Geschlecht, Punktezahl in Flensburg und so weiter, per Regressionsanalyse nach solchen, die zu verschiedenen Graden mit dem Eintreffen des fraglichen Ereignisses korreliert sind. Man erhält so ein Datenmodell mit gewichteten Faktoren. Man validiere dann dieses Modell, reduziere Störgrößen, vermeide Überanpassung, Ausreißer, den üblichen Statistikfu. Dann lasse man wieder historische Daten durch das Modell laufen und wenn die Vorhersagen mit dem bekannten, in der Vergangenheit liegenden Ereignis tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit übereinstimmen, ist das Datenmodell so robust oder gilt dann als robust und kann auf aktuelle Fälle losgelassen werden. Man nehme nun also die konkreten Faktoren eines Einzelfalles, lasse sie durch das Datenmodell laufen und erhält eine Eintreffenswahrscheinlichkeit des fraglichen Ereignisses, also einen Risikoscore. Daran schließen sich dann die eigentlichen Entscheidungen an. Sollen wir dieses Risiko eingehen? Wie hoch sollen wir das absichern? Gewichtungsalgorithmen sind normalerweise geheim. Hier ein Beispiel für eine Gewichtung aus dem Kreditwesen in den USA. Also wer ein Giro- und Sparkonto hat und ein Kreditkartenkonto, kriegt hohe Punktzahlen. Wer in der Vergangenheit schon mal Probleme hatte mit der Rückzahlung von Krediten, kriegt Punkte abgezogen. Alter ist hier noch ein Faktor und je älter, desto höher die Rückzahlungswahrscheinlichkeit, wobei die jüngste Gruppe interessanterweise nicht den schlechtesten Score hat, sondern die 26- bis 31-Jährigen. Anwendungsfelder von Scoring, hier beispielsweise in der Medizin werden Vorhersagen damit getroffen über Krankheitsverläufe. Predictive Policing, da haben wir das Beispiel der Rasterfahndung von Horst Herold, Leiter des Bundeskriminalamtes in den 70er Jahren hat das erfunden. Steuerrisiko wird damit errechnet, wie wir heute Nachmittag im CCC-Jahresrückblick gehört haben. In China entsteht gerade eine Scoring-Infrastruktur, die ab 2020 dann gesellschaftsweit verbindlich werden soll. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den Versicherungsbereich. Die Personenwaage war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der ersten Messinstrumente, das für große Messreihen verwendet wurde und so ein statistisches Normalgewicht etabliert hat, das damals bereits für die Risikoabschätzung bei Versicherungen eingesetzt worden ist. Noch 2004 schreiben 5 Autoren aus den Verkehrswissenschaften und aus der Versicherungswirtschaft in einem Bericht an die Bundesanstalt für Straßenwesen, dass mit der Kombination von 3 Risikomerkmalen, Geschlecht, Alter und Anzahl der Verkehrszentralregistereintragungen, eine umfassende Risikodifferenzierung erreicht werden kann. Die Autoren erwähnen allerdings auch, dass weitere Tarifmerkmale hinzugekommen sind mit der Deregulierung des deutschen Versicherungsmarktes Mitte der 1990er. So gibt es zum Beispiel Rabatte für Neuwagen, Wenigfahrer, Versicherungsnehmer im mittleren Alter oder Polizeibeamte und Absolventen eines Sicherheitstrainings. Umgekehrt gibt es Zuschläge für alte Fahrzeuge, Vielfahrer, Fahrzeugtypen mit besonderem Risiko und Fahrzeuge, die in osteuropäischen Staaten genutzt werden. Allerdings zeigt die Studie, dass nur wenige dieser Merkmale sich als wirksame Prädiktoren eignen. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich einiges verändert. Die Personenwagen hatten damals noch kein IP. Heute tragen wir mächtige Rechengeräte ständig mit uns rum, mit einem Haufen Sensoren bereits eingebaut. Es kommen weitere Sensoren dazu in unserer Umgebung auf
am und in unseren Körpern. Außerdem werden über soziale Medien alle möglichen Daten freiwillig geteilt. Außerdem haben wir schließlich Big Data, die Cloud, künstliche Intelligenz, Cyber, Cyber. Weil wir es können, wird jeder Datenstrom, den wir absondern, entsprechend für Scoring verwendet. Dabei hilft ein Mentalitätswechsel. In den 1980ern gab es noch Massenbewegungen gegen Volkszählung und gegen den maschinenlesbaren Ausweis. Heute gibt es Massenbewegungen für Post-Privacy und Self-Tracking. Hier der deutsche Zweig der Quantified Self-Bewegung und auch die gute alte Personenwaage treffen wir hier wieder. Die spielt immer noch eine wichtige Rolle. Hier ein konkretes Beispiel für eine Kfz-Versicherung, die Bonus Drive genannt wird von der Allianz Versicherung. Sie richtet sich an junge Fahrer, also es geht um Menschen, die noch keine Kreditversicherungs- oder Unfallgeschichte haben. Die willigen ein, ihr Fahrverhalten messen zu lassen und können so nachweisen, dass sie vorsichtig fahren und bekommen dann Rabatte bis zu 40%. Hier sieht man die Datenströme, die ein solches Auto dann absondert. Der Technikdienstleister Octo Telematics, 2002 in Italien gegründet, baut und betreibt diese Systeme für mehr als 60 Versicherungsunternehmen in 23 Ländern, unter anderem eben für die Allianz. Dafür wird eine Blackbox ins Auto gebaut mit Beschleunigungssensor, GPS, SIM-Karte und noch anderen Sensoren. Und die erfassen dann, wie man hier sieht, Geodaten, Richtung, Bremsverhalten, Beschleunigung, Kurvenfahrverhalten, Zusammenstöße, Dauer und Distanz einer Fahrt und Straßenart. Und die werden dann an Octo übertragen. Als Zusatznutzen wird dann alles mögliche weitere angepriesen, zum Beispiel die Möglichkeit, ein gestohlenes Auto wiederzufinden. Hier ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Vitality ist das Programm von Generali für Risiko-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Natürlich dieselbe Idee. Lasst euch tracken und ihr werdet belohnt. Was hier noch wichtig ist, bewusst machen. Also das Feedback wird nicht nur an das Versicherungsunternehmen gegeben, sondern auch an die Nutzer selber. Und die können dann beispielsweise Gesundheitsziele sich setzen und über diesen Tracker schauen, wie sie ihrem Ziel nahe kommen. Also es geht nicht nur um Verhaltensmessung, sondern auch um Verhaltenssteuerung. Und Gamification ist eine beliebte Strategie dafür. Hier die Sparkassen-Direktversicherung, die als eine der ersten in Deutschland eine Kfz-Telematikversicherung angeboten hat. Das Programm ist jedoch zum Jahresende 2015 eingestellt worden. Die Kunden waren zwar höchst zufrieden, aber die haben festgestellt, dass die Kosten sich auf 100 Euro pro Kunde und Jahr belaufen hätten. Die arbeiten jetzt also dran, erstmal für ein Nachfolgeprodukt die Kosten zu senken. Aber solange das lief, kann man hier sehen, sind die Nutzer angehalten worden, gegeneinander um den Highscore des Monats zu wetteifern. Neuester Trend ist es, Facebook-Posts zu verwenden, um den Preis einer Autoversicherung zu bestimmen. Admiral, eines der größten britischen Versicherungsunternehmen, hat das Angebot First Car Quote entwickelt, eine Versicherung für die digitale Generation. Idee war, um ein Angebot für eine Versicherung zu bekommen, sollte eine Anwärterin Admiral Zugriff geben auf ihren Facebook-Account. Da ist dann ein Algorithmus drüber gelaufen lassen, hätte dann ein Algorithmus drüber laufen sollen, der diese Textposts linguistisch nach Anzeichen untersucht, ob diese Person gewissenhaft und gut organisiert ist. Kurze Sätze, die Verwendung von Listen, Verabredungen mit Freunden zu konkreten Zeit- und mit Ortsangaben statt nur heute Abend sprechen dafür. Umgekehrt seien Ausrufezeichen und die häufige Verwendung von immer oder nie statt vielleicht Anzeichen für allzu große Selbstsicherheit und damit Risikobereitschaft. Hier werden also Charakterdaten sozusagen erhoben, um sie mit Risiko zu korrelieren. Im November war der Start dieses Angebots geplant, aber Facebook hat dem umstrittenen Angebot im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Es hat Admiral den Zugriff auf die Daten seiner Nutzer untersagt, obwohl der Testbetrieb mit Facebook ja vorher schon monatelang lief, also auch mit deren Billigung. Auf die Begründung komme ich gleich noch zu sprechen. Stattdessen verwendet Admiral jetzt einen Short Survey, also einen kurzen Fragebogen, verlangt aber immer noch das Facebook-Login. Die Markteinführung von Telematikversicherungen wird stets begleitet von einer Rhetorik von Objektivität und Fairness. Algorithmen kennen keine Vorurteile. Sie suchen einfach nach statistischen Korrelationen zwischen Datenpunkten. Die Verfahren, das wird stets betont, seien wissenschaftlich fundiert und werden eingesetzt mit Unterstützung, Zitat, mit Unterstützung führender akademischer Einrichtungen, hier aus der Pressemitteilung von Generali. Welche führenden akademischen Einrichtungen das sind, wird allerdings nicht gesagt. Auch die Schufa hebt hervor, Credit Scores sind frei von subjektiven Faktoren. Doch wir wissen natürlich, dass sich Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung erstaunlich leicht aus unverfänglichen Daten ableiten lässt. Und wir wissen es nicht zuletzt dank Michael Kosinski, dessen Verfahren von Cambridge Analytica bei Brexit und Trump eingesetzt worden ist und gerade die Runde macht, hier aus dem ursprünglichen Paper, also die Wahrscheinlichkeit, mit der die dann nachträglich abgefragten Eigenschaften anhand von durchschnittlich 70 Facebook-Likes errechnet worden sind. Also es gibt hier nirgends eine Frage sozusagen auf Facebook, bist du schwul, ja, nein, sondern das wird dann aus dem individuellen Musikgeschmack oder aus dem Kaufverhalten oder aus dem eben, was geliked worden ist, lässt sich das ableiten. Fairness. Scoring wird verwendet, um Verbraucher davor zu schützen, dass sie sich überschulden, weil die das ja selber nicht einschätzen können und die Algorithmen das viel besser wissen. Sie sorgen für niedrigere Preise, weil es weniger Zahlungsausfälle gibt, was noch lange nicht heißt, dass diese Kosteneinsparungen auch an die Kunden weitergegeben werden. Ein ganz wichtiges Argument, es gibt ja Leute, die riskant sich verhalten und andere, die sich bewusst nicht riskant verhalten. Und letztere müssen, so das Argument, die ersteren quersubventionieren und das ist ja unfair. Das Ganze ist immer freiwillig und es wird ausschließlich für Boni verwendet, also nicht etwa für Strafzahlungen für riskantes Verhalten. Das hat sicherlich nicht nur Marketinggründe, sondern vor allen Dingen gesetzliche. Im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist so etwas, nämlich also Strafzahlungen für bestimmte Personengruppen, verboten. Soweit der Überblick über das Phänomen, nun zur Diskussion. Datensparsamkeit, Erforderlichkeit und Zweckbindung sind die Grundprinzipien des Datenschutzes und die werden durch Scoring systematisch unterlaufen. Je mehr Informationen, desto besser die Prognose, der Zusammenhang ist klar. Seinem Wesen nach ist Scoring also das genaue Gegenteil von Datensparsamkeit. Auch die Zweckbindung geht den Bach runter, denn Fahrzeug, Trainingsdaten, Posts auf Social Media werden ja nicht generiert als Prädiktoren für Risiken, also als Faktoren für die Preisdifferenzierung. Da aber Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, sehen wir eine Rhetorik von höchster Stelle. Dobrindt, Gabriel, Merkel, alle fordern Datenreichtum statt Datensparsamkeit, Datensouveränität statt Datenschutz. Die Lösung dazu ist ganz klar, diese Rhetorik von Datenschutz als Innovationshindernis muss aufhören und ersetzt werden durch ein ganz klares Bekenntnis zur Sicherung von informationellen Grundrechten auch im Netz. Wir müssen Grenzen aushandeln. Ich hatte erwähnt, dass Facebook im letzten Monat Admiral den Zugriff auf die Posts seiner Nutzer verweigert hat. Dabei berief es sich auf seine Plattform-Policy. Und da drin steht, Facebook-Daten dürfen nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen über Bewerbungen oder die Konditionen von Krediten. Nicht etwa, dass Facebook jetzt plötzlich der Datenschutz seiner Nutzer am Herzen läge. Nein, der wahrscheinliche Hintergrund ist, dass sie sich dieses Geschäftsmodell selber vorbehalten wollen.
Gleichwohl gibt es aber gute Gründe, dass auch eine verfassungsrechtliche Abwägung der Auswirkungen von Social Media Scoring auf das Grundrecht von freier Meinungsäußerung ein solches Verwertungsverbot normieren würde. Opt-in wird ja häufig auch gerne genannt als ein Grundprinzip des Datenschutzes. Hier das Beispiel Cookies. Jede Site hat, nachdem das inzwischen vorgeschrieben worden ist, jetzt ein solches Banner, wo man dann unten auf OK drücken kann, ich akzeptiere Cookies, oder Nein, Seite verlassen, und dann ist man raus. Na doll, da haben wir echt was gewonnen. Opt-in ist natürlich eine notwendige Voraussetzung, aber sie ist nicht hinreichend. Wir wissen, dass also durch Umfragen, dass mindestens 30% in Deutschland bereit sind, Daten gegen Rabatte preiszugeben. Daher muss auch bei freiwilliger Preisgabe gesichert sein, dass Privacy by Design trägt, zum Beispiel durch Differential Privacy, wie wir das von Rüdi vorhin gehört haben. Das ist eine öffentliche Aufgabe der digitalen Daseinsvorsorge. Und eine Technik, das durchzusetzen, und ein Verfahren ist die Zertifizierung durch unabhängige Stellen. Nur so haben Verbraucher die Chance, sich darauf verlassen zu können, dass da, wo vertrauenswürdig draufsteht, auch tatsächlich vertrauenswürdig drin ist. Anders als bei der Browsererweiterung Web of Trust. Falsche und veraltete Daten sind natürlich immer ein Problem. Dazu hat der CCC seit Jahren gefordert, einen Datenbrief. Also alle Unternehmen, die Daten über mich haben, müssen mir das einmal im Jahr mitteilen. Was wir im Bundesdatenschutzgesetz haben, ist den Anspruch auf Auskunft und Korrektur. Für Scoring heißt das, die innerhalb der letzten 6 Monate erhobenen Wahrscheinlichkeitswerte sowie die für die Berechnung genutzten Datenarten müssen bekannt gegeben werden. Da schließt sich die Forderung an, dass natürlich nicht nur die Datenarten, sondern die ganz konkret im Einzelfall verwendeten Daten bekannt gegeben werden müssen. Algorithmen. Bei Verbrauchern stellt sich zunehmend das Gefühl ein, vollkommen transparent zu sein für Institutionen, die selber vollkommen intransparent Entscheidungen über sie treffen. Und wir wissen, Algorithmen können systematisch Verzerrungen und Diskriminierung enthalten. Merkel sagte jüngst auf den Medientagen in München, ihre persönliche Meinung sei, dass Algorithmen transparenter werden müsste. Ihr medienpolitischer Sprecher Thomas Jatzombek hat dann korrigiert, nein, nein, die Kanzlerin wolle nicht etwa, dass Google und Facebook ihre Kronjuwelen öffentlich machen sollten, sondern also zumindest so im Prinzip wie im Großen und Ganzen diese Algorithmen funktionieren, das müsse schon offengelegt werden. Im Bundesdatenschutzgesetz haben wir zu Scoring die Ansage, dass es einen Auskunftsanspruch gibt über das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemeinverständlicher Form. Was immer das dann ist. Vielleicht eine Ampel, rot, grün, gelb, so, weiß man. Die Schufa sagt dazu ganz klar, geht nicht. Wir können die Algorithmen nicht offenlegen, aus 2 Gründen. Einmal, weil das der betrügerischen Manipulation Tür und Tor öffnet, und vor allen Dingen könnten die Konkurrenten uns dann das Geschäftsmodell wegnehmen. Sie verweisen dabei auf eine Studie, die einen Zusammenhang zwischen der Subprime-Hypothekenkrise und transparenten und damit manipulierbaren Scores in den USA aufgezeigt hat. Lösung dafür: mindestens bei Algorithmen, die für Verbraucher folgenreiche Entscheidungen treffen, braucht es ein unabhängiges, vertrauliches In-Kamera, also hinter verschlossener Tür, Auditing. Und da kann man dann Geheimhaltungserklärungen ohne Ende draufschmeißen. Aber hier muss dann der volle Zugang auf alle Datensätze, auf Algorithmen, auch auf Trainingsdaten gewährleistet sein. Von Leuten, die solche Arbeiten machen, habe ich mir sagen lassen, dass das im Prinzip möglich ist, mit diesem vollen Zugriff einigermaßen nachzuvollziehen, wie diese Elemente zusammenwirken und ob da ein systematischer Bias drin ist. Aber das ist elende Puzzlearbeit, aber es muss ja jemand machen. Grenzen ziehen, hatte ich beim Facebook-Beispiel gesagt. Genau das hat der Europäische Gerichtshof 2011 getan. Der hat gesagt, die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein so fundamentaler Grundwert, dass Versicherungsprämien und Leistungen nicht nach Geschlecht getrennt werden dürfen.
Nun wissen wir, Frauen leben länger. Das ist relevant für Renten und Lebensversicherungen. Dennoch hat das Gericht entschieden, es geht, es macht Sinn, aber es darf nicht. Das finde ich auch einen Applaus wert, genau. Also wir sehen, man kann Grenzen setzen. Wenn wir als Gesellschaft diese Grundwerte so hochhalten, dann kann man hier gerichtlich eingreifen in diesem Fall. Einspruchsrechte versteht sich von selber. Bei fragwürdigen Entscheidungen müssen Verbraucher niedrigschwellig die Möglichkeit haben, Einspruch zu erheben und eine Einzelfallprüfung fordern können, bei der auch alle eingegangenen Daten überprüft und möglicherweise mit lokalen Logbuchdaten abgeglichen werden können. Sobald Daten meine persönliche Geräteumgebung verlassen, wo ich überhaupt noch eine Chance habe, die zu kontrollieren, ist es vorbei mit der Kontrolle. Beim Scoring gehen die Gesundheits- und Fahrverhalten-Daten an ein Unternehmen, das daraus den Risikoscore errechnet und den an die Versicherung mitteilt. Die kriegt also nicht die Rohdaten. Allerdings lassen die sich auch das Recht unterschreiben, Daten mit Partnern zu teilen. Vitality zum Beispiel wirbt auch mit Rabatten von Sportartikelherstellern und anderen Partnern. Lösung: Die Daten werden nur lokal beim Verbraucher verarbeitet, also erstmal gesammelt und verarbeitet und nur in einer für den Score erforderlichen aggregierten Form übermittelt. Ein Beispiel aus einem etwas anderen Bereich: Das BSI hat in seinen 10 Datenschutzpunkten zum Smart Metering festgestellt, dass vor Ort der Stromverbrauch viertelstündlich erhoben wird, was für Verbraucher natürlich interessant ist. Es gibt Feedback, welche Geräte verbrauchen viel Strom. Für die Abrechnung ist allerdings nur die Übertragung des aggregierten Jahresstromverbrauches nötig. Also es ist gar nicht notwendig, hier feinteilig in Daten zu übertragen, und dann soll das auch unterbleiben. Und die Daten, die uns dann doch noch verlassen, können eben mit Hilfe von Differential Privacy abgesichert werden. Wer entscheidet? Also, in der lokalen Sparkassenfiliale beispielsweise, die ihre Kunden seit Jahren kennt, kann eine Sachbearbeiterin natürlich auch gegen den Score entscheiden. Im Massenmarkt entscheiden im Wesentlichen heute Algorithmen. Da ist die Forderung, dass im Streitfall das Verfahren nachvollziehbar ist. Aber was machen wir mit selbstlernenden Systemen, mit neuronalen Netzen? Da ist es mit der Nachvollziehbarkeit dann vollends vorbei. Scoring zielt darauf, dass jeder für sein individuelles Risiko einen individuellen Preis bezahlt. Und Preisdifferenzierung heißt Entsolidarisierung. Wenn das freiwillige verhaltenstrackingsbasierte Rabattsystem sich einmal durchsetzt, wenn die in den, was ich vorhin unter Fairness-Rhetorik genannten Vorteilen für Kunden und Firmen sich einstellen, wenn es keine spektakulären Sicherheitsprobleme gibt, die den Ruf von Scoring ruiniert, wird es sich absehbar normalisieren. Das heißt, die Risikominimierer sammeln sich alle in den Telematiktarifen, und in dem, was bisher eben der Normaltarif war, bleiben alle riskanten Kunden übrig. Dort muss also der Normaltarif logischerweise steigen, um dieses Risiko abzusichern. Mit dem Ergebnis: Die Armen bezahlen mehr. Für Wasser, Nahrungsmittel, Wohnungen, Kredite, Versicherungen. David Kaplowitz hat diesen Zusammenhang 1963 erstmals festgestellt, und der gilt bis heute unverändert und setzt sich auch durch Scoring fort. Menschen, die sich kein Smartphone oder Fitnessarmband leisten können, die ein altes Auto fahren, die mit einer schlechten Ernährung aufgewachsen sind und so weiter, zahlen mehr. Und sie tun das systematisch, weil die Merkmale von Armut mit Risiko korreliert sind. Letzte Vorschlag: Die freie Tarifwahl muss gesichert werden, auch für Menschen, die sich nicht tracken und scoren lassen wollen. Und schließlich natürlich nicht die Lösung für alles, aber immerhin ein ganz wichtiger Schritt dazu: das bedingungslose Grundeinkommen, das von immer mehr und auch immer unwahrscheinlicheren Menschen gefordert wird. Hier jüngst vom Siemens-Chef Joe Kaeser, der sagt, das Grundeinkommen ist unvermeidlich. Applaus
So, wir machen jetzt ganz unerwartet nochmal 6 Minuten Fragen und Antworten. Ihr kennt das Spiel, da sind die Mikrofone. Stellt euch hin, wenn ihr eine Frage habt. Und wenn ihr in dieser Cybersphäre unterwegs seid, dann könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Wir haben da Interface-Geräte bereitgestellt hier. Ja, Mikrofon Nummer 2 bitte. Ja, meine Herren, erstmal vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Vortrag mit vielen interessanten Denkansätzen, die man sonst in der Form nicht zusammengefasst findet. Ich habe da danke auch für die Möglichkeit, jetzt ein als Frage getagtes Kurzreferat zu halten. Nein, war ein Scherz. Zu Teil 1 des Vortrags, wir haben wunderbare Kryptoalgorithmen, wir haben wunderbare Möglichkeiten, aber es gibt halt eine ganze Menge Artikel zu dem Thema der Manipulierbarkeit der Plattform, auch wie man Kryptoalgorithmen durch Prozessormanipulation brechen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass die Plattform toxisch ist, wäre es in dem Fall nicht tatsächlich mittelfristig und langfristig sinnvoll, wenn sich die Bundesregierung da am Vorbild der Russischen Föderation orientiert und sagt, okay, wir gehen für die kritischen Systeme auf eigene Prozessorentwicklung oder wir finanzieren halt auch einfach mal einen Windows-Klon, damit wir im Zweifelsfall mit Microsoft unabhängig sind. Zu dem zweiten Teil, dem Scoring, der aber auch mit dem ersten Teil zusammenhängt. Wir haben noch 5 Minuten, ne? Begrenzte Redezeit, es tut mir leid. Okay, was mir halt an der Stelle fehlt und wo ich auch keinen Lösungsansatz sehe, ist, dass ich zwar wunderbare Datensätze habe, die gut aggregiert sind oder auch gut anonymisiert, pseudonymisiert sind, aber in dem Moment, wo ich 4 Datensätze zusammenfüge... 4,5 Minuten. Gibt es dafür Ansätze, wie lauten diese? Entschuldigung. Ja, okay. Vielen Dank für die Frage und... es ist schon auffällig, dass nach der Trump-Wahl da in den Ministerien doch eine Explosion des Nachdenkens eskaliert. Also man muss es auch noch mal ganz deutlich sagen, und will ich jetzt gar nicht polemisch oder ins Lächerliche sagen. Die Lebensweisheit eines Teils der bundesrepublikanischen Regierungsmenschen oder also auch Leute in der Verwaltung war halt immer ein Gurensicht, wir können den Amerikanern im Prinzip vertrauen. Und bei diesen ist im Moment ein erheblicher Umdenkungsprozess da. Ich bin mal gespannt, wie es vorangeht. Worauf ich nur hinweisen will, schon vor Trump war es durchaus so, dass Hardwarehersteller und andere Hersteller einen Backdoor-Zugang zu Daten der NSA geben mussten. Es gab sogar diese Knebel- Erklärung, dass man also gar nicht drüber reden darf. Die Computerindustrie hat es dann mit Kanarienvögeln versucht zu bekämpfen. Aber das ist schon durchaus ein Punkt da, wo ich sage, es gibt eine Notwendigkeit, und das habe ich auch unter systemrelevanter Software genannt, dass wir ein gewisses Spaß an einem, meinetwegen auch ein Core-Root-Boot-System durchaus in der nachvollziehbaren öffentlichen Art und Weise betreiben. Und das Wunderschöne ist, dass das für uns Hacker halt seit Jahrzehnten den schönen Begriff Open Source hat und für uns nicht so richtig überraschend ist. Also ich möchte das unterstützen. Ich glaube, es werden sich einige Entwicklungen in diese Richtung ergeben. So, einmal Cyber bitte. Darf ich noch Frage? Waren ja eigentlich 2. Aber ganz kurz, ich habe auch keine Lösung. Ja, natürlich Pseudonymisierung, Anonymisierung wird überall im Datenschutz gefordert oder als Lösung vorgeschlagen. Wir wissen, dass es relativ leicht möglich ist, diese Dinge wieder zusammenzuführen. Ich habe keine Lösung. Es schlagen 2 Herzen ach in meiner Brust. Ich würde ja auch gerne als Soziologe auf ganz viele Daten zugreifen und sehe dann aber genau die Möglichkeit, nicht das auf eine Weise zu tun, die das verantwortungsvoll erlaubt. Also nur ein kurzer Satz interrupt. Also Differential Privacy ist durchaus Ansätze in die Richtung. Aber wir müssten das noch mal deutlicher anschauen und auch Parameter und Anforderungen definieren. Aber es gibt durchaus Schritte in die Richtung. Aber einfach ist es nicht und es ist auch keine endgültige, nachhaltige Lösung von der Sache, sondern wie ich in den Folien auch geschrieben habe, man kann dann den Verlust der Vertrauen, also der Privatsphäre messen und man kann natürlich, wenn man messen kann, festsetzen, dass eine gewisse Schranke da ist. Und wir werden in der Endversion der Studie da durchaus ganz deutliche, wirklich Epsilon-Zahlvorschläge auch reinbringen.
So, die Zeit ist um. Bitte Applaus für unsere beiden Sprecher.